Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen hier endlich wieder zu einer Folge von Dragon City hier auf meinem Kanal Drachenkönigin 1000. Erstmal vielen, vielen Dank für 80 Abonnenten. Ich weiß, das ist jetzt nicht so eine ganz großartige Zahl. Aber Leute, jetzt schon 81 Abonnenten, aber wir kommen näher an 100 Abonnenten und das ist echt... Für 5 Monate, ich weiß, es ist schon, naja, einige werden wahrscheinlich mehr kriegen, aber für mich ist das persönlich ganz gut. Ich werde auch Leute grüßen, aber wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit ist, dass sich Leute falsch aussprechen, ist hier sehr gering. Wenn ich irgendjemand vergessen haben sollte, der unter dem Video geschrieben hat, kann das bitte gerne unter diesem Video halt schreiben. Als allererstes grüße ich mal... den Startkönig oder Startkönig oder irgendwie so. Liebe Grüße geht an dich. Ja. Dann. Oh Gott. Ich weiß, das sind tolle Namen. Wie kann man da. Gibt es ein paar Problemchen wahrscheinlich. Dann grüße ich den Tobias Part Spreaker. Ich hoffe, ich spreche dich richtig auf. Falls nicht, schreibt das bitte gerne in die Kommentare. Tut mir wirklich leid, aber viele Grüße geht an dich. Dann grüße ich den Jürg Leon Gamer. Viele Grüße geht an dich, ganz herzlich sogar. Und dann Eve Epaltum oder so, keine Ahnung. Ja, ich weiß, es ist ein ganz interessanter Name, weil... bisschen kompliziert, sie auszusprechen. Viele Grüße geht an euch, an dich. Also nochmal zusammenfassen. Ich grüße heute den Startkönig, den Tobias Partsbreaker, den Jörg Leon Gamer und den Efe Hippalton. Keine Ahnung. Ich habe aber keinen vergessen. Nee, falls ich irgendjemand vergessen haben sollte, schreibt das bitte in die Kommentare, dann mache ich das im nächsten Video. Das kommt wahrscheinlich bald. So, dann gehen wir jetzt zurück zu Dragon City. Ich weiß... Och Mann, jetzt kriege ich wieder nichts. Ach, egal. Egal. Ich bin ja nicht hier, um nur die Insel zu zeigen, sondern um viel, viel, viel mehr. Und im letzten Video ist kein Trailer gekommen. Das ist wirklich... Wahrscheinlich aber jetzt, Leute. Weil ich wahrscheinlich dann heute wieder... Die Sache rauscht da. Ich habe auch ein bisschen Futter. Also alles halb so wild. Und Neuigkeiten werde ich euch gern präsentieren und euch zeigen. Kein Problem. Edelsteine habe ich geschafft. Ich weiß, ich habe euch, glaube ich, in... Ich habe leider natürlich ausgegeben. Aber ich habe jetzt wieder gekriegt. Den werde ich gleich rausschneiden. Das kann ein bisschen dauern. Aber habt Geduld, Leute. Das lässt sich nicht einfach so schnell machen. Das dauert halt ein bisschen. Selbst wenn ich hier schneide, ist es immer noch für ein paar Stunden drin. Für euch. Für euch allen ist es ein paar Stunden drin. Ich kann nicht... der sagt nicht, okay, es ist weg, der Trailer sofort. Die gucken direkt, die gucken so, als wenn der Trailer komplett raus wäre. Nee, überhaupt nicht. Der Trailer ist nur ein paar Stunden drin und so. Das ist halt eben, oh, so. Neuigkeiten. Ich habe den Vermächtnisdrachen auf 28 gefüttert. Ich glaube, habe ich das im Video gemacht oder habe ich das nicht im... Ich glaube, ich habe das nicht im Video gemacht. Falls nicht, wisst ihr das jetzt. Den Vermächtnisdrachen auf Stufe 28 gefüttert und das Turnier angefangen. Leider hänge ich jetzt fest. Ich brauche einen Drachen mit Feuer und Elektro auf 29, wenn mich nicht alles täuscht, oder auf 28, wenn mich halt die auf 29. Und ich habe ich überhaupt einen mit Elektro und Feuer? Ja, super toll. Wahrscheinlich der. Nee, der hat nur Feuer. Hä, welcher... Okay. Der hat Feuer und Elektro. Nice, Leute, der hat den ersten goldenen Schnitt, aber das auf... Ja, gut, der ist auf 20. Aber auf 28, auf 29 zu füllen, ist schon echt viel. So, aber Leute, damit das jetzt nicht noch mehr... Also, als allererstes hier die Legenden von Deos, natürlich. Das Turnier geht noch einen Tag...
Und ich habe festgestellt, Leute, ich habe dieses Turnier tatsächlich bis kurz vorm Ende geschafft. Ich kann das euch mal ganz kurz zeigen hier. Ja, blablabla. Oh. Hier ist das Turnier. Mir fehlt noch ein Drachenkampf. Dazu brauche ich den Anführer, den Drakondrache. Auf Level 15. Aber keine Sorge, Leute. Der vorletzte Kampf, den ich gemacht habe, das war nicht im Video. Das war, glaube ich, vorgestern, wenn mich alles täuscht. Das ist halt ein bisschen länger her. Da habe ich den Drachenkampf gemacht. Habe ich noch Glück gehabt, dass ich den gewonnen habe. Und dann habe ich eine goldene Kiste bekommen. Und in dieser goldenen Kiste, Leute, war ein Denkmal an Legenden von Deus. Das werde ich euch gleich zeigen. Und, Leute, jetzt kommt es. Und da war der Drakondrache-Ei. Das Drakondrachen-Ei ist da drin gewesen in der goldenen Kiste. Und ja, der brauchte fast 2 Tage zum Ausbrüten. Also deswegen habe ich lange gewartet. Ich habe gedacht, den anderen Drachen, lass mal lieber warten, weil wenn ich extra eine Folge für einen Drachen mache, ich weiß, es ist zwar cool für euch, aber es ist halt Aufwand, da habe ich extra noch ein Video, habe ich gedacht, ich mache das zusammen, weil dann wird es noch richtig cool, Leute, für euch. Dann gucken wahrscheinlich extrem viel und klicken ist wahrscheinlich sehr viel an, wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Ich habe den Drakondrachen bekommen. So, ich bin ausgebrüht und habe festgestellt, er braucht fast 2 Tage. Ich habe ihm das gegönnt, ich habe ihn das gelassen, ich habe nichts beschleunigt, gar nichts. Ich habe das in Ruhe so gelassen, das war echt zu teuer. Und Leute, jetzt ist er da. Ich muss ihn auf 15 bringen, aber das ist noch okay. Das schafft man noch. Bevor wir ihn allerdings machen, hier den Kosmosdrachen. Den habe ich bekommen noch. Also von dem. Den habe ich bekommen noch. Nein, den habe ich bekommen. Von der Insel. Der ist von der Insel. Das ist kein Problem. Der war gut zu kriegen. Ich habe auch den anderen Drachen, nur der war ein bisschen schwer zu kriegen. Der war ein bisschen teuer. Ich meinte jetzt den Eigensinn-Drachen habe ich bekommen. Hier ist er. Er braucht 16 Stunden nur. Er kommt auf jeden Fall in einer Folge vor. Ich glaube, ich werde morgen keine Folge machen, glaube ich. Ich werde übermorgen wahrscheinlich eine Folge machen. Ach, Mist. Ach, jetzt will ich einen. Ja, gut. Nee, komm, Leute. Das machen wir so richtig legendär. Es ist immer wieder ein Kosmosdrachen. Kosso. Wie ist mit Kosso? Ist auch nicht schlecht. Gucken wir uns das allererstes hier. Den Kosmosdrachen von der Insel an. Sieht echt schick aus. Sieht echt schön aus. Naja, also. Huch! Oh, ist es der weg? Hä, und jetzt? Ach, da ist er, ja, da ist er wieder. Nicht schlecht, Leute. Wir machen gleich den Drakondrachen. Oh, das ist echt cool. Ich fütter ihn dann auf 15. Ich fütter ihn gleich auf 15. Mann. Und dann machen wir den Kampf. Dann kriegen wir den Hexendrachen. Oh, auch cool. Dann machen wir noch das Denkmal. Dieses Zeichen da werde ich jetzt nicht wegmachen, weil ich kriege sowieso jetzt doch auch noch einen Drachen, oder? Dann machen wir den Drakondrachen. Ja gut, der Kopf sieht vielleicht ein bisschen zu. Ja, okay, das ist normal. Er hat die 4 Elemente Licht, Elektro, Krieg und was ist das andere Element? Das irgendwie, keine Ahnung, wie heißt das eigentlich? Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wie es heißt. Ich habe vorhin noch mal geguckt, als ich den ausbrüten kann, habe ich mal geguckt, ob ich den irgendwo platzieren kann. Aber ich habe es nicht getan, seht ihr. Ich kann ihn hier platzieren. Oder da. Ich glaube, hier ist, glaube ich, viel besser. Wo soll er hin? Komm, Leute, bei den beiden dunklen Drachen. Oh, geil. Oh, geil. Den Drakondrachen. Oh, wie
Episch, wie legendär. Ich weiß, ich muss noch mal überlegen, wie ich die Folge danach nenne. Auf jeden Fall Drakondrache, auf jeden Fall. Aber was dahinter? Den anderen Drachen? Oder neue Sachen? Keine Ahnung. So, die Nachricht wird. Ach ja, stimmt ja. Stimmt ja. Stimmt ja, Leute. Wir haben ja hier dieses eine geschafft und wir kriegen den Eiersucher. Den Eiersucherdrachen. Was? Wir haben ja alle Drachen bekommen. Wie cool. Denn das halt auch. Auch nicht schlecht. Wow, ich habe 193 Edelsteine. Nice, Leute, cool. Komm, was soll's? Pam. Oh. Ui. Oh. Ein Tag und 15 Stunden. Oh, Mist. Das wird dann wohl morgen. Ich werde auf jeden Fall morgen keine Folge hochladen. Wahrscheinlich kommen die in den beiden Folgen, in der nächsten beiden Folge dran. So, jetzt, Leute, machen wir den Drakon-Drachen. Ich habe leider keine Ahnung. Es ist mal Drakon. Wenn ihr, ich sag mal so, ich sag mal ganz kurz, wer unter diesem Video als allererstes einen Namen für diesen Drachen schreibt und alle sagen, yo, aber einen wirklich echt legendären Drachen, wirklich legendären Drachen, Drachennamen. Wenn ihr den so okay findet, aber so richtig legendären, schönen, für ihn passenden Namen, wer als erster ihn schreibt, dann sollten die anderen Leute schreiben, was sie für den Namen finden. So, okay, der ist richtig cool, der passt oder nicht. Ich hätte eine andere Idee. Und dann schreiben wir mal in die Kommentare, dann machen wir mal so einen kleinen Chat, sage ich mal, und dann reden wir mal gemeinsam über diesen Drachen, welchen Namen ich. Ne? Mir fällt jetzt gerade keinen ein. Ihr könnt mitentscheiden, wenn ihr irgendwann einen richtig tollen Namen findet, einen passenden auch, für mich passenden, ne? Dann bitte. So, einmal ganz kurz informieren, wer derjenige, der als erstes einen Namen reinschreibt, der kommt dran. Also ich könnte natürlich immer wieder, es ist egal wie viele Leute, aber nicht zu viele bitte. Und nicht irgendwie so Namen, die zum Beispiel, ja, keine Ahnung, nicht so irgendwie ganz einfache Namen, sondern irgendwie ganz schon legendären Namen für diesen Drachen, passenden und legendären Drachennamen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Macht das bitte. Das wäre cool. Dann find ich auch, habe ich dann darüber auch bei Rexilein. Versteht ihr? Rexilein ist auch derjenige, der als erstes reinschreibt, so einen Namen. Und ich den sehr gut finde und die anderen den auch gut finden, werde ich den wohl nennen und dann werde ich es euch in der nächsten Folge auch zeigen. So, jetzt machen wir als erstes den Drakon-Drachen und gehen zurück zu Dragon City. Das habe ich euch ganz kurz mal gesagt. So, die Beschreibung. Nur eine Legende kann eine Gruppe von Legenden führen. Drakon hat die Energie von Dralux, die Muskeln von Drarek, das Herz von Drato und das Köpfchen von Dragem. Es gibt einfach keinen besseren Vertreter für die Legenden von Deus. Jetzt, meine Damen und Herren, füttern wir auf Stufe 15. Dann machen wir dieses Turnier, gehen auf die Insel, noch ein. Oh, legendär, legendär. Boah, der ist so krass, ey. Und gleich noch die Hexe. Die kriegen gleich noch die Hexe, wenn wir das Turnier geschafft haben. Ach komm, das Futter reicht ja easy. Alter, Leute, komm, wir machen das mal so. Da seht ihr mal hier so, was ihr. Zack, auf Stufe 15. Und er ist erwachsen. Deus-Kristall, Deus-Strahl, Deus-Donner und Deus-Axt. Ach, Kristall, ist das Kristallangriff? Alter, wie geil, Leute. Meine Güte, schick, 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 schick.
So, ja, da würde ich sagen, machen wir das Turnier, beenden es einfach. Leute, guckt euch das mal an. Da ist wohl jemand richtig völlig verrückt, ne? Der hat dreimal denselben Hexendrachen aus. Okay, wir sind natürlich unseren Drakondrachen. Zur Not setze ich nochmal 4 stärkere Drachen ein, damit wir das schaffen. Rexilein. Und los geht's. Ich hab Angst, Leute. Ich hab Angst, was er für Schwachen haben könnte. Er ist jetzt nicht so super, ich weiß. Deswegen habe ich auch meine beiden anderen Stärksten. Alter, wie geil er die Attacken macht. Wir werden, ja. Ein Drache ist weg, weil ich den leider nicht so hochgeführt habe. Aber Leute, die beiden Drachen, die machen das wohl. Alpha, du bist an der Reihe. Super, geil, der schafft doch alle. Der schafft doch locker alle. Das hakt jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß gar nicht warum. Nice, Alpha. Super, echt. Richtig krass. Der nächste Drachen ist auch richtig schön. Ist sie auch echt schön. Die ist auch schön, schön designt auch. Der Drakondrache auch. Natürlich easy. Nice. Alpha, du bist mein Retter. Glückwunsch, du hast Folgendes erhalten: Siegpokal und den Hexendrachen. Geil, 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 Leute. Das geschafft. Das kann ich zurzeit nicht weitermachen. Ihr seht schon, 29 sogar. Aber gut, ich habe 3 Drachen. Warum muss es da stehen? Wieso muss es da stehen, Leute? Oh, wieso muss es da stehen? So, hier haben wir den Hexendrachen. Schick, schick, schick. Ach, Legenden von Deus, denk mal. Das werden wir noch irgendwo platzieren, Leute. Das werden wir auf jeden Fall platzieren. Das ist doch schick hier. Die Frage ist aber, wo? Kugeln werde ich behalten. Machen wir es mal hier. So, schick. Was steht da? Info. Möge dieses Denkmal deinen Besuchern an deine großen Tat in den Legenden von Dios erinnern. Nein. Werde ich nicht tun. Ich könnte mir die anderen Kugeln verkaufen, die ich noch im Lager drin habe. So, wir gehen mal ganz kurz in die Insel und zeige euch mal, welche Drachen ich schon mal bekommen habe und wo ich gerade dabei bin. Ich bin gerade am ihn. Ich werde ihn bis zu dem Schlüssel holen, weil ich ihn schon habe. Deswegen. So, ich habe. Ja, hier den Eigensinn-Drachen habe ich euch gezeigt. Da wird jetzt ausgebrütet. Sehr cooler Drache. Echt, echt geil. Und natürlich den Kosmos-Drachen. Also, den werde ich schon mal nicht holen. Ich mache nur bis da. Den werde ich mir holen, den werde ich mir holen, den werde ich mir nicht holen, nur bis zum Ende, falls da irgendwas so ein Schlüsselartiges ist. Den werde ich holen, wenn ich es schaffe. Den werde ich nicht holen, nur bis zum Ende, falls da irgendwas auch so ein Schlüssel ist, weil ich den schon habe. Den werde ich holen, Schafsdrache. Den Lichtgeschwindigkeitsdrachen werde ich mir holen. Und den Eisenherzdrachen. Falls ich es schaffen würde. Falls, Leute. Nur falls. Es war leider kein irgendwie so ein toller Drache in Angebot. So, schade, schade. Ganz kurz in die alte Welt. Und dann haben wir, glaube ich, schon alles geschafft, was in dieser Folge passiert. Nächste Folge werde ich euch ganz sicher sagen, dass sie vielleicht schon übermorgen kommt. Morgen auf keinen Fall. Schreibt, wie gesagt, in den Kommentaren. Wie gesagt, habe ich gesagt, wenn ihr. Ne? Schreibt einen Namen, schreibt, wer noch gegrüßt werden möchte. Und falls ich jemanden vergessen habe, bitte gerne in die Kommentare schreiben. Bitte, bitte, bitte. Weil.
Ich hab extra geguckt, ich habe jetzt keinen anderen gefunden. Außer die Leute, die ich heute aufgezählt habe. Viele Grüße nochmal an euch. Sehr gerne. Und ja, ich würde sagen, die Folge ist zu Ende. Ich werde sie jetzt bearbeiten und dann hochladen und dann noch schnell den Trailer rausschneiden. Ja. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich Tschüss und bis bald. Ciao, bis dann.